Wir kommen zum Sandeln, dem letzten Spiel dieser fünften Woche. Alle vier Gladiatoren stehen in einem Bottich, der mit Sand gefüllt wird und das Schulter hoch. Ein Arm bleibt draußen, damit man mit den Golfbällen diese Torwand treffen kann. Und daraufhin kommt diese Schaufel runter. 30 Sekunden haben die Gladiatoren dann Zeit, sich frei zu schaufeln. Und wer sich ausgebuddelt hat, läuft dann zur Glocke und gibt das Signal. Ich bin sehr gespannt. Lilly ist neben mir, die ist unkontrollierbar. Und ich habe so das Gefühl, dass ich 14 Kilo Sand in die Fresse gleich bekomme. Ich hoffe, dass da eine gewisse Grund... Ich kenne dich einfach. Fuck that, motherfucker. Und dann papp. Und dann ist es nur so hier, dann ist es hier nur so Junge gegen Mädchen, werden die Schippen in die Fresse gehauen und so. Wir kennen mehr. Ich weiß ganz genau, was passiert. Hier ist es mega heiß, die Hitze steht hier einfach und dann freue ich mich auch gleich schön im kühlen Sand zu stehen. Hoffentlich kühlen Sand, vielleicht ist es auch mega warm darunter und man schwitzt sich tot. Ich habe mit Fußbällen lange Bälle, aber doch nicht auch so ein kleines Ding mit Golfbällen. Aber es ist eine neue Herausforderung, angenommen. Ich gehe mit einem sehr gutes Gefühl in die Challenge. Ich glaube, ich werde nicht letzter. Ich gebe mein Alles. Jetzt werden diese Eimer mit Sand gefüllt, Schulter hoch. Ein Arm ist unter dem Sand. Mit dem anderen wirfst du die Golfbälle in Richtung Löcher der Torwand. Und jeder, der am Strand schon mal eingebuddelt wurde, weiß, das ist ein unangenehmes Gefühl. Du hast das Gefühl, der Sand erdrückt dich. Pass ganz Vorsicht auf mit der rechten Hand, dass es keine politischen Zeichen sind. Zweieinhalb Tonnen Sand werden pro Eimer hineingefüllt. So ein bisschen wie die Szene im Casino, ne Mario? Ja, ist ein bisschen, als wenn man sich mit der Mafia angelegt hat, ne? Und nochmal, sobald einer der Gladiatoren aus dem blauen Team gewinnt, ist Lilly raus. Und sollte Lilly gewinnen, muss einer aus dem blauen Team gehen. Wer das schafft, darf anfangen zu buddeln und sich den Weg freischaufeln in Richtung Glocke. Nadine ist die Erste, die trifft. Sofort kommt die Schaufel runter und sie hat jetzt 30 Sekunden Zeit. Und auch Olli hat die Schaufel schon in der Hand. Jetzt also schnell den Sand da raus, damit man möglichst aus dem Eimer kommt. Jetzt auch der Treffer bei Mario. Nur Lilly noch nicht. Die Einzige aus dem roten Team. Die anderen drei schaufeln. Wenn einer von ihnen gewinnt, ist Lilly raus. Und das dauert ein Weilchen, bis du dich da befreit hast. Vielleicht auch eine Frage der Technik. Die letzten Sekunden für Nadine Angerer. Da ist noch nicht besonders viel passiert. Und Schaufel geht wieder hoch. Das gleiche jetzt bei Olli Pocher. Sieht schon ein bisschen besser aus, hat etwas mehr Freiräume. Und Mario Galla muss ebenfalls wieder treffen. Jetzt der Treffer bei Lilly. Mal sehen, wie sie das hinbekommt. Na, da passiert was. Schaufelt sie den Sand darüber in den Behälter von Olli? Nee, das macht sie nicht. Olli Pocher mit der zweiten Einheit. Und Lilly versucht, sich jetzt schon rauszudrücken. Sie hat offenbar jetzt schon das Gefühl, dass das funktionieren könnte. Nadine ist wieder dabei. Hat eben zu wenig Sand wegbefördert in diesen 30 Sekunden. Mit Händen und Füßen versucht Lilly, sich da frei zu schippen. Kommt nicht raus. Geht noch nicht. Ja, Treffer für Mario. Auch er beißt auf die Zähne. Olli zieht wieder. Yes. Lilly ebenfalls mit dem Treffer. Nimm doch die Schaufel, die kommt jetzt runter. Sie will nicht verlieren. Sie will noch mit dabei bleiben. Ja. So, und jetzt trifft Olli ein weiteres Mal. Und was macht Lilly? Kann die sich schon da rauszwängen? Das gibt's doch gar nicht. Sie war die, die als Letztes getroffen hatte und ist als Erste an der Glocke. Und damit gewinnt das Team Rot. Die anderen drei können aufhören. Das Spiel ist entschieden.
Einer der Gladiatoren aus dem blauen Team wird nach Hause reisen müssen. Es ist unglaublich, was diese Lilly Becker für Kräfte mobilisieren kann. Sie kegelt einen blauen Gladiator nach dem anderen raus. Und man sieht jetzt noch mal ganz gut, dass das anstrengend ist, mit einem Arm all diese Tätigkeit da durchzuführen. Zunächst schaufeln, dann werfen, das ist nicht einfach. Lilly hat es am schnellsten hinbekommen.